Heute gibt es mal wieder ein Autovideo. André will zwar nicht so richtig. Jetzt, wo er ein halbes Zentner weniger wiegt, ist ihm auch immer schneller kalt. Und deswegen ist das nicht seine Zeit. So, auf die Kiste hier kommen jetzt gleich die vermutlich hässlichsten Felgen, die die Welt je gesehen hat. Und das halten wir jetzt mal fest. So, hier haben wir die hässlichen Tellerplatten. Es sieht halt ein bisschen so aus, als wäre das irgendwie eine Fehlkonstruktion. Als wollten die irgendwie einen Teller eigentlich machen und haben dann gemerkt, scheiße, da sind ein paar Löcher drin. Komm, wir machen Felgen daraus. Du hast gar keine Ahnung, also absolut gar nicht. Erstmal liegt das total unpraktisch. Das ist wie wenn eine Frau schlechtes Foto macht. Das sieht dann auch immer scheiße aus. Und auf dem Auto sehen die ganz gut aus. Außerdem sind das Ford-Felgen. Was ist das überhaupt für eine Marke? Reventon. Reventon. Aus Amerika. Man könnte meinen, die hätte sich in Lambo versteckt. So, die erste Tellerplatte kommt drauf. Boah, kriegt er so gerade hoch. Ja, schön überall gegengetippt, perfekt. Ja. So noch ein paar Macken reinhauen. So ist richtig. Das sind so diese typischen Felgen, wenn man Forza fährt, wo man sich fragt, warum sind die im Spiel? Das montiert doch kein Mensch in der Realität. Aber hier haben wir einen. Wir gehen gleich mal zu deinen Felgen. Und dann meine Felgen sind perfekt. Ja, auch vom Zustand her? Selbstverständlich. Mhm. So, jetzt gucken wir uns die Felgen mal ein bisschen im Detail an. Ich zeige mal kurz meinen Finger. Und zack ist er weg. Hinter der Felge verschwunden. Ich weiß nicht, warum diese Platte hier ist. Dahinter ist ein Hohlraum. Also was der Designer sich dabei gedacht hat oder was der geraucht hat, während der die Felge designt hat, man weiß es nicht. Einfach, wer den Rand schon so weit runterzieht und die Felge dadurch optisch mega verkleinert, der gehört eigentlich aus dem Felgenbusiness ausgeschlossen. So, wir lassen den Schaluppenkahn jetzt runter. André freut sich schon, wie geil das aussehen wird. Ich find's gut. Das ist immer eine Betrachtungsweise. Das ist ein Fitment. Sieht ein bisschen aus wie 17 Zoll. So, dann mal raus mit der Karre. Oder auch nicht. Schlüssel vergessen. Dann gucken wir uns das Ganze mal im Hellen an. Oh, die Auspuffklappe flattert irgendwie ein bisschen. Oh, das klingt nicht gut. Flattert. So, da haben wir das Ding draußen. Jetzt haut er auch noch ab. Bleib stehen, du Lumpi. Oh, nochmal die Schrauben anziehen. Oh, das ist ein Auto. Und was sagst du jetzt zu deinen neuen Felgen? Ich mag sie.
Nun ja. Geschmäcker sind unterschiedlich und du hast halt keinen. Was soll ich dir sagen? Was für hässliche Teile. Tja. Jetzt, wenn wir jeder den gleichen Geschmack hätten, würden wir einfach Trabi fahren. Und mit diesen erschreckenden Bildern verabschieden wir uns bis zum nächsten Video.